Jetzt in Kripo Live. Ein Imbissbetreiber wird brutal überfallen und schwer verletzt. Ein Handwerker versucht mit einer spektakulären Aktion Einbrecher aufzuhalten. Unbekannte zünden einen Bauhof an. In diesen und weiteren Fällen bittet die Polizei um ihre Hinweise. Guten Abend zu Kripo Live, seien Sie herzlich willkommen. In unserem ersten Fall aus Sachsen ermittelt die Polizei wegen Raubüberfalls und schwerer Körperverletzung. In Grimma wurde ein 54-Jähriger offenbar gezielt angegriffen und auch mit Steinen geschlagen. Ein Mann wird vor seinem Wohnhaus von drei Männern attackiert und dabei schwer am Kopf verletzt. Tatort Grimma im Landkreis Leipzig. Im Norden der Stadt betreibt der Angegriffene einen Dönerimbiss. Ob dies den Angreifern bekannt ist, ist unklar. Überfallen wird der Mann im Süden von Grimma, vor seiner Wohnung in der Leipziger Straße. Für die Polizei bislang ein Fall ohne erkennbares Motiv. Der Geschädigte gab in seiner Vernehmung an, dass die Tatverdächtigen während der gesamten Tathandlung kein einziges Wort sprachen. Und demnach ist die Motivation der Täter auch noch unklar, weil sie während der gesamten Tat keinerlei Forderungen gestellt haben. Freitag, 15. Oktober 2021. Gegen 21.30 Uhr verlässt der 54-Jährige seinen Dönerimbiss, um nach Hause zu fahren. Er hat die Tageseinnahmen dabei. Ein mittlerer dreistelliger Betrag. Etwa 15 Minuten später erreicht er die Georg-Henning-Straße, eine Seitenstraße der Leipziger Straße. Hier stellt er sein Auto ab. Als sich der Geschäftsmann dem Hauseingang zu seiner Wohnung nähert, wird er plötzlich von drei Männern angegriffen. Nach aktuellem Stand gehen wir nicht davon aus, dass eine Verfolgung des Geschädigten stattfand, sondern vielmehr, dass die Tatverdächtigen am dunklen Eingang des Hauses warteten und ihm auflauerten und ihm dann aus dem Hinterhalt überfielen. Während zwei der Täter auf den am Boden liegenden Mann einschlagen, steht einer der Männer Schmiere. Der 54-Jährige wehrt sich mit allen Kräften. Unter anderem rief er lautstark um Hilfe und demaskierte mindestens einen der Tatverdächtigen und biss einem der Tatverdächtigen in den Finger. Die Angreifer kann der Imbissbesitzer später nicht näher beschreiben. Sie gehen äußerst brutal vor. Nur durch die aktive Gegenwehr des Geschädigten und auch durch laute Hilferufe ließen die Unbekannten von dem Geschädigten ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Die Täter flüchten ohne Beute und lassen den Mann mit erheblichen Verletzungen zurück. Schwere Blutungen am Kopf, Verletzungen im Gesicht und am Kiefer. Außerdem eine Hornhautverletzung am Auge. Der Imbissbesitzer wird ins Krankenhaus eingeliefert. Aktuell geht es dem Geschädigten wieder gut. Nach der Tat klagt er über Kopfschmerzen, Schmerzen im Kieferbereich und auch über Angstzustände in Bezug auf eine mögliche Wiederholungstat. Warum die Männer den Betreiber des Dönerimbiss überfallen haben, ist unklar. Sie redeten während der Tat kein Wort und stellten keine Forderungen. Die Ermittlungen zu der Motivation der Tatverdächtigen dauern noch an und wir ermitteln dahingehend auch in alle Richtungen. Es ist möglich, dass die Tatverdächtigen eine Bereicherungsabsicht hatten und es auf die Tageseinnahmen des Geschädigten abgesehen haben. Aber auch eine politische Motivation der Tat ist aktuell nicht ausgeschlossen. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Und vor allem, wem ist Mitte bis Ende Oktober 2021 eine Person mit einer Verletzung am Finger aufgefallen? Einer Bisswunde, Quetschwunde oder sogar einer Fraktur eines einzelnen Fingers? Wie im Beitrag erwähnt, gibt es nur eine grobe Beschreibung der Täter. Gesucht werden drei Männer, einer ca. 1,80 Meter groß, schlank, dunkel, gekleidet wie mit Motorradbekleidung. Die zweite Person soll etwa 1,65 Meter groß sein und die dritte etwa
1,60 Meter. Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Grimma, Telefon 03437 708 90. Zum nächsten Fall. Ein Handwerker überrascht eine Einbrecherbande auf frischer Tat und versucht, die Täter zu stoppen. Kurz danach muss er um sein Leben fürchten. Wernigerode im Harz. Mitten im Ort befindet sich der Sanitärbetrieb von Jürgen Randolph. Am Tag ist die Werkstatt meist verlassen. Dann ist Jürgen Randolph, genau wie seine Monteure, unterwegs zu Kundenbesuchen. Zwischendurch kehrt der Chef immer wieder ins Büro zurück. So auch am späten Vormittag des 20. Oktober letzten Jahres. Doch an diesem Tag kommt Jürgen Randolph etwas merkwürdig vor, als er gegen 10.25 Uhr sein Firmenfahrzeug auf dem Hof parkt. Ich war beim Einsatz beim Kunden, Serviceeinsatz, und bin hier auf den Hof gefahren. Bin ausgestiegen und dann stand hier ein weißer Transporter, der, was nicht ungewöhnlich ist auf dem Betriebsgelände. Eins Ungewöhnliche war rumänische Nummer, aber ja. Der stand hier vor dem Container und plötzlich kam jemand von hinten. Und ich fragte dann, ob ich helfen kann oder irgendwas. Keine Reaktion. Jürgen Randolph ahnt nicht, dass er in diesem Moment Einbrecher auf frischer Tat überrascht. Die unbekannten Männer haben die Tür zur Werkstatt aufgebrochen und sind gerade dabei, das Diebesgut in ihren Transporter zu laden. Dann habe ich gesagt, was machen Sie hier? Und dann wurde nur eine Fremdländische gesprochen, laut gerufen. Dann kam eine zweite Person von hinten und die stiegen sofort ins Auto ein und wollten offensichtlich das Gelände verlassen. Dann habe ich versucht, das Tor zu schließen. Den Tätern ist sofort klar, dass sie schnell vom Hof flüchten müssen. Sie springen in ihren Transporter und fahren direkt auf Jürgen Randolph zu. Ich habe nur gedacht, wenn er jetzt nicht anhält, irgendwas musst du machen. Und da blieb mir als einziger Ausweg, mich an der Motorhaube festzuhalten. Und versucht, die Beine hochzuhalten, was mir nicht die ganze Zeit gelungen ist, aber... ja, und immer den Gedanken im Kopf nicht loslassen, dass der fährt drüber. Die beiden Männer bremsen nicht, fahren einfach rücksichtslos weiter. Während sie Gas geben, klammert sich Jürgen Randolph mühsam an der Motorhaube fest. Er fürchtet um sein Leben. Todesangst schon. Ich habe überlegt, was kann man eigentlich machen, um aus der Nummer wieder rauszukommen. Aber das war... hatte keinen Ausweg gesehen, eigentlich nur festhalten. Mehrere hundert Meter rasen die Täter so mit ihm auf der Motorhaube durch Wernigerode. Dann bremsen sie plötzlich stark ab. Jürgen Randolph kann sich nicht mehr halten und fällt auf die Straße. Ich kann mich erst wieder daran erinnern, dass ich auf dem Fußweg stand, hatte keine Schuhe mehr, durchgeschliffene Strümpfe und ja, ein bisschen leichte Schmerzen, aber... ich konnte mich ja nicht erinnern. Es standen noch ein paar Leute dann um mich herum, aber mehr weiß ich wirklich nicht. Wahrscheinlich liegt Jürgen Randolph auf der Straße, als die Täter an ihm vorbeirasen. Passanten helfen dem Verletzten und rufen den Krankenwagen. Jürgen Randolph hat großes Glück gehabt. All das hätte für ihn weitaus schlimmer ausgehen können. Ich hatte Schürfwunden am Bein, Rippenprellung. Und die Knie haben ein bisschen was von bekommen, Bänderdehnung oder irgend sowas in der Art. Da hatte ich über einen Monat mit zu kämpfen. Die ersten 14 Tage konnte ich nur mit Schmerztabletten laufen. Und hat sich Gott sei Dank halbwegs gebessert. Ein paar Kleinigkeiten sind noch, aber ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg. Bei dem Diebesgut handelt es sich um Kisten mit Schrott. Sie standen genauso gefüllt wie diese damals in der Werkstatt. Das sind hier einfach ausgebaute Kupferrohre, die nicht mehr benötigt werden. Und Messingabfälle wertmäßig. Im Moment glaube ich so um die 5 Euro das Kilo. Bei dem Messing vielleicht 2,80 Euro, wobei das sehr schwer ist. Und so eine Kiste kann man schon mal mit 150, 200 Euro bewerten. Circa 2000 Euro wird der Schaden sein. Noch heute sind die Spuren des Einbruchs sichtbar.
Vermutlich haben die Täter gewusst, was sich hinter der Werkstatttür verbirgt. In diesem konkreten Fall ermitteln wir wegen räuberischen Diebstahls. Die polizeilichen Ermittlungen sind so weit fortgeschritten, dass Zeugen befragt worden sind. Die Spuren werden derzeit noch ausgewertet, die gesichert worden sind. Und wir erhoffen uns aber weitere Hinweise von Zeugen, die sich bis dato noch nicht bei uns gemeldet haben. Jürgen Randolph hatte keine Chance, den Tätern noch aus dem Weg zu springen. Dass sie einfach rücksichtslos weiterfahren, damit hat er nicht gerechnet. Wer hat am 20. Oktober 2021, das war ein Mittwoch, gegen 10.30 Uhr die Täter auf der L100 Richtung Schierke fahren sehen und kann Hinweise geben? Wer hat die Szene mit dem Opfer auf der Motorhaube beobachtet und sich bisher nicht bei der Polizei gemeldet? Hinweise an die Polizei Halberstadt, Telefon 0391 674 293. Mit Diebstählen auf Baustellen beschäftigen sich auch meine Kollegen der Umschau. Denn im vergangenen Jahr gab es hier einen Anstieg mit gravierenden Folgen für Baufirmen und auch für den Steuerzahler. Mehr dazu am kommenden Dienstag um 20.15 Uhr in der Umschau. Insbesondere bei ungeklärten Tötungsdelikten unterstützt Kripo Live die Arbeit der Ermittler durch wiederholte Berichterstattung. So ist es auch im Fall der 2004 auf brutale Weise getöteten Vera Marotz aus Nünchritz bei Riesa. Noch immer wird das Grab von Vera Marotz liebevoll gepflegt. Auch wenn die Getötete keine Angehörigen hat. Wer für ihren Tod verantwortlich ist, ist bis heute ungeklärt. Die 66-Jährige starb durch Schläge und Tritte gegen den Kopf und den Oberkörper am 20. Oktober 2004. Derzeit gibt es keine neuen Erkenntnisse. Für Kripo Live hat sich die Kriminologin Dr. Bettina Götze in den Fall eingearbeitet. Vera Marotz war ja schüchtern und verfügte über wenig soziale Kontakte. Außerdem hat sie ihr Haus nur noch nachts verlassen, weil sie sich vermutlich in der Dunkelheit sicherer fühlte. Aber eben genau dieser Umstand wurde ihr später zum Verhängnis. 1944. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs kommt Vera Marotz als kleines Mädchen mit ihrer Mutter aus Westpreußen nach Nünchritz. Die Umsiedlerinnen sind arm. Sie sammeln Treibholz an der Elbe und auch sonst alles, was vielleicht noch brauchbar ist. Mutter und Tochter finden bald Anschluss in der Kirchengemeinde. Hier ein Foto von einem Ausflug in den Spreewald in den 1960er Jahren. Nach dem Tod ihrer Mutter zieht Vera Marotz 1991 in eine kleine Plattenbauwohnung. Sie lebt allein und zurückgezogen. Die Sammelleidenschaft behält sie bei. Auch in der Nacht vor ihrem Tod ist sie unterwegs. Vera Marotz galt in ihrer Gemeinde schon als eigensinnig und seltsam. Dies resultiert wahrscheinlich auch größtenteils aus ihrer Sammelleidenschaft. Man kann schon sagen, dass bei ihr das Messi-Syndrom vorlag. 20. Oktober 2004. Während die 66-Jährige in den frühen Morgenstunden mit ihrem Handwagen durch Nünchritz zieht, sind auch einige Jugendliche unterwegs. Sie demolieren die Frontscheibe eines VW Golf, treten an einem Fiat Panda die Außenspiegel ab und werfen einen Betonfuß in ein Balkonfenster. Auch ein Zierkürbis wird zum Wurfgeschoss und trifft eine Jalousie. Guten Abend, meine Damen und Herren. Kripo Live berichtet seit 2005 immer wieder über den Fall Vera Marotz. 2014 spricht die Kripo Live-Moderatorin Birgit von Derschau erneut mit dem damaligen Chefermittler Volker Wichetil. Die Ermittlungen haben ergeben, dass in der Zeit von ca. 23.50 Uhr bis ungefähr 2.30 Uhr, 2.40 Uhr eine oder mehrere Personengruppen in Nünchritz und in Grödel unterwegs waren und Sachbeschädigung begangen haben. Das sind eigentlich Sachverhalte, die typisch für Jugendliche oder junge Erwachsene sind. In der Gemeinschaft, in der Gruppe fühlen sich die Täter stark durch dieses Wir-Gefühl, was auch nochmal leistungssteigernd wirkt.
typische Gewalthandlungen oder Aggressionshandlungen für Jugendliche sind zum Beispiel Vandalismus oder Körperverletzung mit einem hohen Aggressionspotenzial. Und die Hemmschwelle zur Ausübung von Straftaten, die ist natürlich in der Gruppe deutlich geringer ausgeprägt, während die Risikobereitschaft steigt. Ein Zeuge sieht Vera Marotz in dieser Nacht in Richtung der Ortschaft Grödel laufen. Auf ihrem Weg von Nünchritz ins Nachbardorf begegnet Vera Marotz den Personen, die sie töten werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Täter und das Opfer sich gekannt haben, zumindest flüchtig. Das ist nicht gänzlich auszuschließen, dass man sich in der Gemeinde oder in der Nachbarsgemeinde schon mal begegnet ist. Ich denke eher, dass Frau Marotz ein spontanes Zufallsopfer war, also zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort war. Ein spezifischer Planungsgrad wird der Tat sicher nicht vorausgegangen sein. Die wehrlose Frau wird mehrfach mit einem stumpfen Gegenstand geschlagen und mit Tritten malträtiert. Sie erleidet massive Schädelverletzungen und stirbt. Auffällig ist die sehr hohe Gewaltbereitschaft, mit der die Tötung hier ausgeführt wurde. Wenn man das Ganze wissenschaftlich betrachtet, könnte man diskutieren, ob die Frustrations-Aggressions-Hypothese in Betracht zu ziehen ist. Und davon gehe ich aus. Sie besagt also, dass ein Mensch, der wiederholt immer wieder Frustration erlebt und keine geeigneten Bewältigungsstrategien hat, die Wahrscheinlichkeit, dass er dann einmal aggressiv wird, die steigt. Insofern ist schon zu vermuten, dass der Täter aus einem brüchigen, desolaten Elternhaus stammt und seine gesamte Biografie durch markante Brüche gekennzeichnet ist. Auf dem Weg zum Einsatz wegen der Randalierer entdeckt die Polizei den Handkarren auf der Straße. Daneben die Leiche von Vera Marotz. Unter den Fingernägeln der Toten werden bei der Obduktion DNA-Spuren einer Frau gesichert. Ich denke, dass es einen Haupttäter gab, der die Tritte ins Gesicht ausführte und dass eine Person vielleicht Frau Marotz am Boden festgehalten hat. Das kann diese Frau gewesen sein. Und im Zuge dessen kann es dann zu der DNA-Übertragung gekommen sein. Mehr als 2600 Speichelproben von Frauen, die einen Bezugspunkt in Nünchritz und Umgebung haben, wurden bisher untersucht, ohne Treffer. Die Ermittelnden sind allen Spuren nachgegangen. Und auch die Befragungen von Anwohnern und Anwohnerinnen zur Tatnacht haben über die Jahre keine neuen Hinweise auf den oder die möglichen Täter ergeben. Heute erinnert hier nichts mehr an das Verbrechen. Doch Mord verjährt nicht. Die Akte Vera Marotz wird bis zur Klärung nicht geschlossen. Und deshalb erneut bei uns heute der Stand der Ermittlungen. Und jetzt Kripo Live Kompakt. Magdeburg. Wer ist dieser Mann? Am Morgen des 4. Oktober 2021 soll er ein an der Supermarktkasse liegen gelassenes Portemonnaie unterschlagen haben. Darin befanden sich unter anderem Bankkarten und Bargeld im unteren dreistelligen Bereich. Tatort ist ein Supermarkt im Breiten Weg in Magdeburg. Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter nimmt die Polizei Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 546 3295 entgegen. Jetzt geht es um Brandstiftung. Tatort ist Öderan am Rande des Erzgebirges. Angezündet wurde die Lagerhalle des örtlichen Bauhofs. Untergestellt sind dort Fahrzeuge zum Straßenreinigen oder, jetzt im Winter besonders wichtig, Fahrzeuge, die dabei helfen, Wege von Schnee und Eis zu befreien. Rauchschwaden über dem städtischen Bauhof in Öderan. Aus einer Fahrzeughalle schlagen Flammen. Ganz in der Nähe bei der Freiwilligen Feuerwehr ertönt am 5. November 2021 um 15.59 Uhr die Sirene. Wir haben vom Gerätehaus aus schon die starke Rauchentwicklung gesehen, waren dort mit 3 Ortsfeuerwehren, 58 Kameraden und 8 Fahrzeugen im Einsatz.
Die Halle dient als Garage für die Fahrzeuge des städtischen Bauhofs. Zum Zeitpunkt des Brandes stehen dort 3 betankte Transporter. Sie könnten das Feuer zusätzlich entfachen. Doch der Feuerwehr gelingt es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Die Gefahr hätte können sein, dass sich aufs komplette Dach ausbreitet, beziehungsweise aufs Innere der Halle. Und dadurch, dass die 3 Fahrzeuge noch drin gestanden hätten, hätten die können genauso in Flammen aufgehen. Und dann wäre durch den Energieschub das ganze Gebäude in Vollbrand gestanden. Der entstandene Schaden beträgt ca. 30.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zuständig ist die Polizeidirektion Chemnitz. Im Folgetag untersuchten Brandursachenermittler der Chemnitzer Kriminalpolizei den Brandort. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand wird vom vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen und dementsprechend ermittelt. Der Leiter des Bauhofs, Steffen Kempe, und seine Kollegen waren bereits im Feierabend, als der Brand ausbrach. Dann erreichte mich ein Anruf nach anderen, dass der Bauhof brennt, von der Feuerwehr, von Leuten, die hier vorbeigefahren sind. Und zum Glück waren gleich 2 Kollegen zeitig vor Ort, die Fahrzeuge noch rausfahren konnten aus der Halle, bevor das richtig voll gebrannt hat. Gemeinsam mit Markus Gerschler von der Polizei begutachtet Steffen Kempe noch einmal die Stelle, an der die Halle vermutlich angezündet worden ist. Die Ecke neben der Eingangstür ist von der Straße für jedermann zu erreichen. Ob der Täter das gesamte Gebäude in Brand setzen wollte, ist unklar. Die Fassade besteht aus einem leicht entzündlichen Kunststoff aus DDR-Zeiten. Weil am Nachmittag des 5. November starker, böiger Wind herrschte, haben sich die Flammen schnell bis zum Dach ausgebreitet. Wir hatten Glück gehabt, dass es 2 Tage lang geregnet hat im Vorfeld. Das Material, was hier gebrannt hat, das ist schon ziemlich feucht war. Wenn das im Hochsommer gewesen wäre, denke ich mal, hätte es hier nicht lange gedauert und der Bauhof hätte im Vollbrand gestanden. Weil da schließt sich gleich ein Schweißbahndach an als Dachpappe. Und wenn dort das Feuer übergriffen hätte, dann wäre der Schaden wesentlich höher gewesen. Der Tatort befindet sich an der Augustusburger Straße, einer Verbindungsstraße zwischen Öderan und Breitenau. Im Feierabendverkehr des 5. November könnten Zeugen den Brandstifter bei der Tat beobachtet haben. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand könnte der Brand unter Umständen auch durch ein Feuerzeug ausgelöst worden sein. Das Dach wurde nach dem Brand provisorisch repariert, damit die Fahrzeuge des Bauhofs bei jeder Witterung einsatzbereit sind. Die Polizei vernimmt aktuell weitere Zeugen und hofft jetzt auf Hinweise der Kripo-Live-Zuschauer. Gesucht werden nun Zeugen, die am Nachmittag des 5. November 2021, ein Samstag, im Bereich des Bauhofs in der Augustusburger Straße in Öderan Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen können. Ihre Hinweise richten Sie bitte an die Polizei Freiberg unter der Rufnummer 03731 700. Zum Ende noch der letzte Stand in einem Fall, den wir im letzten halben Jahr mehrmals begleitet haben. Vorher wie immer der Hinweis auf unsere Homepage und MDR Textseite 377 mit den Infos zu unseren aktuellen Fällen. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben Anteil genommen an der Suche nach dem vermissten Hans-Dieter G. Nun ist sein rätselhaftes Verschwinden geklärt. Der Vermisstenfall des 93-jährigen Hans-Dieter G. aus Seerhausen im Landkreis Meißen hat ein tragisches Ende genommen. Das gab die Polizei in dieser Woche bekannt. Passanten haben den Mann am Dienstagvormittag auf einer Brachfläche bei Stauritz gefunden. Wir als Polizei konnten den Mann zweifelsfrei identifizieren. Ein Verdacht auf eine Straftat liegt nicht vor. Die Suche nach Hans-Dieter G. hatte hoffnungsvoll begonnen. Zahlreiche Hinweise waren bei der Polizei eingegangen. Doch leider bestätigten sich die Spuren nicht. Der Mann wurde nur 6 Kilometer von seinem Wohnort entfernt tot aufgefunden. Hans-Dieter G. wurde seit Juli 2021 vermisst.